Man darf sicherlich von diesem Rennen hier halten, was man möchte. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Aber wenn auch eins klar ist, dann ist es das. Diesem Tag hier haben wir alle mit extrem viel Euphorie entgegengefiebert. Und nun ist es endlich soweit. Zum 120. Mal findet sie statt, die Königin der Klassiker, Paris-Roubaix. Los geht es auch in diesem Jahr in Compiègne und die Stimmung am Start, die war hervorragend. Hier sehen wir den Vorjahressieger Dylan van Baarle, der ist also wieder mit der Startnummer 1 mit dabei. In diesem Jahr fährt er ja für das Team Jumbo-Visma und da ist er natürlich auch in allerbester Gesellschaft. Ganz wichtig auch immer bei diesem Rennen das Wetter. Das war heute zwar nicht sehr warm, aber es schien die Sonne und es war vor allem trocken. In den letzten Tagen hatte es noch ein bisschen Regen gegeben, aber die Sektoren, die waren wirklich in einem sehr gut fahrbaren Zustand. Ja, apropos Sektoren, das haben wir heute vor uns. Es gibt insgesamt 29 sogenannte Pavé-Sektoren. Das sind also diese Abschnitte mit dem weltberühmten Kopfsteinpflaster. Insgesamt hat dieses Rennen eine Länge von 256,6 Kilometern. 54,5 Kilometer davon werden auf Kopfsteinpflaster ausgetragen. Und die schlimmsten Sektoren, wie zum Beispiel der berühmte Wald von Arenberg, die haben dann eine Kategorie von 5 Sternen. Schauen wir uns also gemeinsam an, was die Hölle des Nordens in diesem Jahr zu bieten hat. Und das war zu Beginn vor allem ein extrem hohes Tempo. Es dauerte also fast 70 Kilometer, bis die erste Gruppe des Tages stand. Mit dabei dann gleich zwei Deutsche mit Jonas Koch und Juri Hollmann. Es geht also jetzt rauf aufs Pflaster und vorne lief natürlich noch alles glatt. Aber hinten gab es schon die ersten Stürze und einer der großen Leidtragenden zu Beginn des Rennens war dann auch direkt Peter Sagan. Der ist ja bei seinem letzten Paris-Roubaix der Karriere unterwegs und musste dann leider auch frühzeitig die Segel streichen. 111 Kilometer vor dem Ziel lag der Vorsprung für unsere Ausreißer bei 1,43. Es gab dann die ersten Reaktionen im Feld und auf dem vorletzten Sektor vor dem Wald von Arenberg reagierte dann auch das Team von Jumbo-Visma. Die schickten dann also mit Wout van Aert und Christoph Laporte zwei richtig starke Männer hinterher. Degenkolb und Van der Poel sowie Stefan Küng waren ebenfalls noch mit dabei. Und jetzt geht es auch schon durch den berühmten Wald von Arenberg. Und wie ruppig das wirklich ist, das sehen wir hier. Da flogen Reifen von der Felge, da zerbrachen Felgen und da gab es leider auch eine Handvoll Stürze. Der hier war der schlimmste und Dylan van Baarle als Vorjahressieger war genauso betroffen wie auch Kasper Asgreen. Für die beiden war das Rennen gelaufen. Währenddessen versuchte Mats Pedersen nochmal in die Wout van Aert-Gruppe aufzuschließen und sollte es wenig später auch schaffen. Christoph Laporte fiel aus dieser Gruppe heraus mit einem Reifenschaden, konnte dann aber nochmal wechseln. Und von hinten kommt die nächste Gruppe mit Ganna, mit Waldscheid und mit zwei weiteren Männern für das Team Alpecin, die König. Die erste Gruppe rollt dann nochmal zusammen und ist wirklich extrem stark besetzt mit Van der Poel, mit Wout van Aert, mit Küng und auch mit John Degenkolb. Und Christoph Laporte, der wird jetzt hier erstmal vom Feld wieder eingeholt. Der Vorsprung für diese erste Gruppe steigt dann relativ schnell auf über 1,30 an. Koch ist der Erste, der aus dieser Gruppe wieder rausfällt. Und Wout van Aert ist alleine in dieser Gruppe, hat also keine Teamkollegen. Dementsprechend gab es hinten nochmal eine Reaktion. Nathan van Heudung und Christoph Laporte machten sich nochmal auf den Weg und nahmen noch Florian Vermeersch mit. Der Vorsprung für die Gruppe vorne war aber schon groß, das Tempo war hoch. Bax war dann der Nächste mit Problemen, der flog raus. Und Mathieu van der Poel, der gab jetzt vorne schon wieder richtig Gas. Und nur John Degenkolb, der Paris-Roubaix-Sieger von 2015, konnte ihm in dieser Situation folgen. Der Deutsche hatte also sehr gute Beine, das dürfte noch spannend werden heute. Und dann ging es auch schon über den nächsten 5-Sterne-Sektor, über Mont-Saint-Pével. Und Mathieu van der Poel, der gab noch einmal richtig Gas. Maximilian Walscheid war dann der Nächste, der hier unter anderem nicht mehr folgen konnte. Van der Poel also in dieser Rennsituation extrem angriffslustig und das führte dann dazu, dass nur noch Wout van Aert, Stefan Küng, Van der Poel selber, Jasper Philipsen, Filippo Ganna, Mats Pedersen und John Degenkolb vorne bleiben konnten. Die fuhren dann auch gemeinsam in den Carrefour de l'Arbre hinein, in den letzten richtig schweren Sektor und John Degenkolb wurde dann leider zum tragischen Helden dieser Edition. Er stürzte und sein Rennen war mehr oder weniger gelaufen. Gleichzeitig hatte Wout van Aert vorne attackiert, John Degenkolb saß zumindest mal glücklicherweise wieder auf dem Rad. Van der Poel kann auch aufschließen zum Belgier und die beiden lösen sich dann aus der Gruppe und Wout van Aert, der bekommt Probleme, man wunderte sich etwas und wusste dann aber wenig später auch warum. Sein Hinterrad war platt, er hatte einen Defekt, konnte aber glücklicherweise relativ schnell das Rad wechseln, aber Mathieu van der Poel, der Sieger von Mailand-Sanremo in diesem Jahr, der war jetzt schon allen auf und davon gefahren, der war heute auch, was die Beine angeht, auf jeden Fall einer der Besten und der fuhr natürlich jetzt dem Sieg entgegen, der fuhr wie entfesselt. Wout van Aert kam dann zum Glück nochmal in die Verfolgergruppe zurück und ganz vorne Mathieu van der Poel fuhr wirklich auf der allerletzten Rille, konnte hier quasi einem Sturz noch gerade so ausweichen. Das ging zum Glück alles gut und jetzt sind wir hier auch schon auf den letzten 4 Kilometern. Van der Poel hat reichlich Vorsprung und Wout van Aert attackiert nochmal an dieser letzten Steigung. Nur Jasper Philipsen kann dem Belgier dort noch folgen. Also zwei Belgier jetzt in der Verfolgung von einem Niederländer, aber der ist schon durch. Der ist jetzt schon im Velodrom von Roubaix und genießt diese letzten Meter. Er kann es selbst kaum glauben.
bekommen. Er hat es endlich geschafft. Er holt sich diesen weltberühmten Pflasterstein. Mathieu van der Poel gewinnt Paris-Roubaix 2023. Und schönes Bild auch hinter ihm, sein Teamkollege Jasper Philipsen, der jubelt quasi mit ihm um die Wette, hat da sogar noch mal eine Hand vom Lenker genommen. Gleich nimmt er aber seine Hand noch mal an den Lenker ran, denn für ihn geht es ja noch um Platz 2 oder 3. Der sprintet hier also noch mal gegen Wout van Aert und siehe da, der hat tatsächlich auch noch die besseren Sprinterbeine. Das Team Alpecin De Koning holt sich also heute Tagesplatz 1 und 2. Was für ein toller Doppelerfolg. Und hier kommen dann noch die Plätze 4, 5 und 6 ins Ziel. Also, ein Tag ganz nach dem Geschmack vom Team Alpecin De Koning. Elegant und elegant haben sie das heute auch gemacht. Sie haben das Rennen hier wirklich geprägt. Sie haben es mit Mathieu van der Poel dominiert. Der holt sich sein nächstes Monument ab und wird wohl diesen Tag hier noch lange, lange in Erinnerung behalten. Werfen wir also nochmal gemeinsam einen Blick auf unsere Top 10. Van der Poel gewinnt vor Philipsen und Wout van Aert, dann Pedersen vor Küng und Ganna. John Degenkolb schafft es immerhin noch auf einen tragischen 7. Platz vor Maximilian Walscheid, Rex und Laporte. Also zwei Deutsche in den Top 10. Das ist auch ein tolles Ergebnis. Und diesen Pflasterstein wird sich Mathieu van der Poel jetzt irgendwo in seine Wohnung stellen. Den hat er sich erkämpft, den wollte er immer haben und den darf er jetzt für immer behalten. Was bleibt uns zu sagen? Wahrscheinlich nicht viel. Paris-Roubaix hat uns wie immer begeistert. Enttäuscht hat uns dieses Rennen noch nie. Es war aufregend, es war staubig und es war vor allem die schnellste Edition aller Zeiten. Fast ein 47er Stundenmittel.